Ihr habt mich angelogen. Ja, und zu gerne würde ich darüber mit euch sprechen, aber ich muss leider gehen. Wisst ihr, es gab eine Erschütterung der Macht und... Oh, nein. Eure erste Lüge war überzeugender. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich bin ein Jedi. Oder ich war einer, ein Padawan. Aber ich kann die Macht nur sehen. Ich kann sie nicht benutzen. Sie haben mich rausgeworfen, weil ich den Kodex auf einem Spickzettel hatte. Ich hatte kein Talent, kein wirkliches Ziel. Hoth ist nicht gerade ein Arbeitsparadies. Ich bin etwas vom rechten Weg abgekommen. Nur Kleinigkeiten, wisst ihr? Vor allem Betrügereien. Schließlich bin ich beim Weißen Schlund gelandet. Sie haben mich hierher geschleppt. Sie übergaben mich an Shai Tanner, ein Vikwai und einer ihrer aufgehenden Sterne. Er schickte mich wegen der Sensoren. Ihr habt mich angelogen, damit ich eure Drecksarbeit mache? Nehmt es nicht persönlich. Der Weiße Schlund würde nicht zögern, mich zu töten, statt mich weiter durchzufüttern. Wenn ich diese Sensoren nicht liefere, bin ich Wampa-Futter. Bitte, lasst mich am Leben. Ich habe Informationen über den Weißen Schlund. Ich kann euch helfen. Was könnt ihr mir bieten? Wenn es gut genug ist, lasse ich euch vielleicht am Leben. Benutzt diese Sensoren, um hineinzugelangen. Der Teil war nicht gelogen. Ich kann ein Treffen in die Wege leiten. Ich werde Shai Tanner sagen, dass ihr kommt und euch die Koordinaten schicken. Ihr werdet es nicht bereuen.